Ziehen, nur für so ein Hühnchen. Ha, ich hab's geschafft! Ey, bleib stehen! Hat mir das jetzt irgendwas gebracht? Egal, ich habe ein Hühnchen. Bin glücklich. Okay. Lass uns weiter hier nochmal ein bisschen rumgucken. Warum wollte ich denn nicht... Okay, es läuft sofort weg. Ist ja lustig. Okay. Was? Das hat sie jetzt das Feuer. Jetzt bin ich wieder irgendwo angekommen, wo ich Feuer benötige. Und nein, sie tut das Feuer weg. Hühnchen! Das läuft immer weg, wenn ich in die Nähe komme. Ist ja ein cooles Hühnchen. So, Feuer. Und drüber. Und anzünden. Und ich habe wieder irgendwie 20 Ausrüstungsteile. So, was ist hier? Okay. So, jetzt habe ich 90 Ausrüstungsteile. Und es fängt an zu ruckeln. Ich weiß nicht, ob es, ob meine Festplatte voll läuft. Ich glaube aber nicht, dass es daran liegt. Schau mal, was ist das? Das ist ja cool. Okay, kann ich denn hier hochspringen? Daneben vielleicht? Ja. So, kriege ich jetzt die zweite Maske, Maske. Das hier muss einem US Marine gehört haben. Waren sie in Truppenstärke auf der Insel oder war es nur eine Forge? Es sieht auf jeden Fall interessant aus. Was steht da oben? Por? Kann ich lesen? Marine. Okay. Der hat wieder irgendeinen Gegenstand gefunden. Typisch Lever. Okay. Diese Ruinen. Kamakura-Periode. Gehörte das alles zu Yamatai? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich gehe erstmal nach oben. Bevor ich mich da irgendwo ranhänge, kann ich ja auch erstmal den normalen E. Achso, ich bin voll! Oh, hier ist auch noch so eine Tür. Oh, da steht was. Ach, da liegt was. Nach zwei Wochen erhielt ich eine Audienz bei Ihrer Majestät, Himiko von Yamatai. Ich muss gestehen, eine Frau wie Sie habe ich noch nie getroffen. Schön, aber rätselhaft. Ja, berechnend sogar. Sie umgibt sich mit ihren Priesterinnen der Sonne. Da ist kein Mann, außer dem General ihrer Armeen. Als ich sie alleine traf, wurde mir klar, dass sie nicht ist, was sie zu sein scheint. Mein Herr wollte, dass ich spioniere, die Stärke ihrer Truppen ermittle. Doch nun scheint es, als ergründe sie mich. Mein Herr hat die Bedrohung durch Yamatai wohl unterschätzt. Ich weiß nicht, wie stark die Sturmwache ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Konflikt mit der Sonnenkönigin nicht anzuraten wäre. Es ist eine alte Schriftrolle und sehr mysteriös, muss ich jetzt mal dazu sagen. Wer zum Henker ist diese Sonnenkönigin und was... Und Yamatai und... Okay. Da gibt es anscheinend noch ziemlich viele Dokumente zu. Das Spiel wird immer mysteriöser. Ich hoffe, dass es irgendwann auch mal einen Sinn ergibt. Oh.
Entschuldigung! Die Statue kann ich aber nicht mitnehmen. Kann ich die auch kaputt machen? Nö. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hier rüber. Okay, hier befindet sich noch was. Und hier bin ich einfach nur außen. Das irritiert mich total, dass da die Kiste hängt. Weil ich könnte theoretisch auf die Kiste springen. Aber was bringt mir das? Ich sehe dann noch keinen Sinn drin da. Ich könnte auf das Dach kommen, aber das Dach könnte mich auch runterrutschen lassen. Ich könnte da rüberkommen, klar, aber ich gucke mich hier auf dieser Seite erstmal noch mal ein bisschen um. Okay, da ist ein Flugzeug abgeschmiert. Und da ist wieder so eine Nicht-Runterfallen-Süße. Nicht runterfallen. Gucken uns vorher hier einfach noch mal um. War ich schon oben? Nein. Dann gehen wir noch mal eine Etage höher. Okay, da ist schon mal ein Seil. Es scheint, dass ich in der Nähe der Wölfe bin. So, erstmal hier wieder die Ausrüstungsteile mitnehmen. Ist hier drüben noch irgendwas zu holen? Nee, hier kann ich auch nur darüber gucken. Okay. Und ist hier drüben noch irgendwas? Es ist einfach viel zu groß. Ich bin doch schon voll. Hier ist nur ein Loch. Und hier ist was runtergefallen. Oh, es tut mir so leid. Ich bin einfach extrem krank. Aha, hier hätte ich auch einfach reinspringen können. Ist da drüben noch irgendwas? Hier ist nichts. Okay, von da kann ich nach da. Ich bin gerade am Überlegen. Ich bin doch dieses Haus hochgeklettert, damit ich oben bin und nicht damit ich schon wieder runtergehe. Tut mir leid. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das kann sie? Und durch da und durch da und durch da und durch da. Hilfe, ich sehe nichts. Machen wir erstmal wieder die Fackel an. Oh Gottes Willen. Ja, ich bin gerade ein bisschen überfordert, glaube ich. Okay, da kann sie nicht hoch. Okay, das Ding wird immer die ganze Zeit, ich gehe einmal hier rüber. Ah, gut, das hat mir Folgendes gebracht, eine Kiste. Kann ich den Baum anzünden? Nee, das ist ein Seil drum, ne? Und das Ding müsste ich eigentlich auch einmal anzünden. Da komme ich aber gar nicht hin. Ja. Laufen wir wieder zurück. Ich glaube, ich muss über das obere Teil des Rumpfes da irgendwie rüber. Aber ich weiß noch nicht ganz genau, wo ich da eigentlich hinkomme. Ich guck mal, dass ich da darüber. Oh. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Und ich glaube, da oben sind die Wölfe.
Starterin. Doch, das muss ich wieder. Ja, das ist ja ziemlich eindeutig. Hier geht's nicht weiter, gut. Ich frage ich mich, warum die manchmal unten sind. Aber jetzt muss ich eh erstmal das Kugel da. Hört ihr das? Los geht's. Da ist, das ist schon. Okay, ich würde jetzt gerne meine Waffe weiter in der Hand behalten, Laura. Und man hört's auch schon. Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts. Ja, das ist mir schon klar, dass du das willst. Du weißt schon, dass jetzt die Wölfe kommen? Ich hab ihn. Okay, jetzt zurück zu Ross damit. Ich traue dem Frieden nicht. Da kommen gleich die Wölfe. Ich bin da jetzt ganz vorsichtig, aber ich traue dem Frieden echt nicht. Oh mein Gott. Nee, wusste ich's doch. Oh nein, 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 ich weiß doch gar nicht. Oh, das ist gemein. Oh, das ist gemein. Ich weiß doch gar nicht, was für eine Taste ich dafür drücken muss. Entschuldigung, ich hätte eh drücken müssen. Oh. Okay, und nochmal das Ganze. Also wirklich, jetzt, ob ich genug Zeit hätte dafür. Das ist ein bisschen doof, wenn es nicht gleich intuitiv ist. Also jetzt erstmal hin und her drücken. Dann, ich hab doch EGF gedrückt, du Idiot. Und dann stirbt sie halt wieder. Gott verdammt. Jetzt nimm das endlich an, was ich hier mache. Nee. Okay, nochmal das Ganze. Da kommt er von der Seite. Jetzt ganz und jetzt drücken. Und jetzt ist es. Ach man, danach muss ich nochmal eine Taste drücken, um sie nicht sterben zu lassen. Oh, das ist gemein. Das ist außerdem so schwierig, weil nicht direkt dran steht, welcher das ist. Ich muss immer nachdenken. Okay, hin und her, hin und her, hin und her, hin und her. Ich hab doch F gedrückt! Gott verdammt! Ist ja nicht so, dass wir jedes Mal wieder Lerber brutal sterben sehen oder so. So, hin und her, her und hin. Ich weiß, dass ich der Sieger bin. Ah, wieder geschafft. Und was jetzt? Was jetzt? Ich weiß doch gar nicht, welche Taste war das denn? Du Idiot! Noch eine Taste, die ich mir merken muss, oder was? Ich habe keine Ahnung, welche Taste das war am Schluss. Alter Schwede. Hat sich das jemand gemerkt? Das war ein Ausrufezeichen. Keine Ahnung. Wo soll sie es da reinschreiben?